Vielleicht kriegen wir sie ja auch später als Quest, als Item geschenkt oder so. Hier unten haben wir noch eine Quest. Finde die Krippe. Quatsch mit denen. Wo ist denn hier unten? Na, auf der Karte. Also wenn die Karte, wenn du Karte drückst, ist es bei ihm ja gleich. Ja, hier hinten, wo ich schon war. Hier ist Immer noch bei eine der kleine Quest. Krankenstation. Ja. Was ist denn jetzt passiert? Krankenstütze. Ja, hier oben. Ist immer Wer ein mag Kleiner mit als. dem Peter quatschen da oben? Willst du die Kiste mal befreien? Macht der denn da? Das sind Zauberer, die hier. Kiste. Das ist der Gnom da. Ja. War ja gerade die Frage, was macht der denn da? Die Kiste hin und her schieben. Die Hände kriegt das okay. Ah, ich mach den. Ich hab die aufgemacht. Alter. Gut, dass wir nochmal neu laden können, ne? Obwohl das nicht mal rot war. Trotzdem sind sie alle. Nee, das ist aber nur diese Grimmschar-Ratte hier. Ah, okay. Stimmt, die anderen sind nicht rot. Ist tot. Oh, cool. 40 Erfahrungspunkte hab ich staubt. Ja. Okay. Was gut. Und so, dachte ich. So, nein, quatsch ich mit dir. Ja. Ja. Die sehen ja fast wirklich alle aus wie unser. Oh, der hat so. Oh. Die hat da so ein Würmchen. Ja, Alter, die haben voll viele Gedankenschinder. Vielleicht kriegen wir da drei so eine Dings. So drei eine so eine Punkte. Ja. Für unser Gehirn, wisst ihr? Ich würde mir ja immer die Frage stellen, wie sind die denn an so viele rangekommen? Nun müssen sie ja schon viele Leute getötet haben, oder? One that speaks of a more personal motivation for asking. I can only deduce. You have a parasite of your own. Nee, hä? Ich bin einfach nur empathisch. Was ist denn dein Problem? Freund, hat gefragt. Ich brauch für einen Kumpel. Jo, kritischer Erfolg, nice. Easy, Junge, easy, ich bin der Würfelmaster. You are a unique specimen. Alright. My curiosity is piqued. Tell me, how long has your friend been infected? I see. Als man warten würde. You'll be aware then that your friend is on borrowed time. Bring them here for purification. I will be waiting. Für mich einfach. Gut. Sollen wir weiter mit der. Wir müssen weiter mit der quatschen, wa? Und sprich mit ihr. Dann quatschen wir weiter mit ihr. Have you brought your friend? Nein, the specifics are complicated. It's not a comfortable process, but a necessary one. Wollen wir es hier wirklich sagen? Sicher, ja. Dass sie da nicht. Sicher, dass uns da nicht. Dann laden wir neu, wenn ihr uns angreift. Then of course, you'll be treated first. Aha, lie down when you're ready. Oh, legt euch hin. Nee, du musst dich hinlegen. Du nicht hinlegen. Nee, du bist jetzt dran. Ich hab schon Auge geopfert, Dicker. Er kann nicht noch ein zweites Auge opfern, sieht er gar nichts mehr. Shaolin opfert sich. Ja, das sind doch die Dinger aus den Dings. Ja, stimmt. Aus dem Schiff. Ja. Ich bin der Kumpel. Ich bin auch infiziert. As I suspected. Take a seat. There is nothing on any plane stronger than a Zathis for curing unwanted afflictions. Nicht so freundlich aus. Was will ich tun? Leg nicht rein. Guck mal, ich hab mein Auge geopfert. Komm schon. Jetzt muss er auch durchsehen. Oh, Alex. Und bei ihm wirklich schmerzlos. Der Ding ist weg, Alter. Weißt du, was ich meine? Verabschieden wir uns nochmal von dir. Ciao, ciao.
Hasta luego. It's cold. Its warmth sapped by the cold metal seat. The machine awakens. Wehe, du rührst meinen Bart an. The Zathisk will do the rest. Okay. Layers of magic weave themselves tightly around your head. The tadpole squirms and contracts. It's trying to hide. You realize the device is hunting your parasite. But it's doing so blindly. Without direction, your faculties could be permanently damaged. Your skull groans and bends under the pressure. Then, agony. Schön, wenn man das noch hören würde. Rettungswurf! Plus 5 Rettungswurf, kannst du schaffen. Ah, da kriegst du noch meinen Bonus. Easy. Das ist mein Bonus. Alter, 28. Through waves of torment, you search for the parasite's lurking presence. The device searches too. You sense its hunger, its craving. It wants the tadpole, but maybe something more. That's it. Ignore the pain. Think of the tadpole. Think of it purged. Danach töte ich die, Alter. Exposed tissue. It sucks greedily. You feel yourself ebbing away, while the parasite only grows stronger. Okay. It's evolving. Entwickelt sich geil. Nochmal Rettungswurf, komm schon. Wurfst du, schaffst du. Und tot. 15, ja, geht doch. Verbotenes Wissen. That's it. You're almost there. The Zathisk never fails. The device yearns for the creature, for every part of you tainted by its presence. You will be consumed. The tadpole quivers. A different magic is building within it. This one is ancient. Mhm. Rotten. No, no more. Okay. Wir sollten lieber aufhören. Ja. Alte Macht, ja, Digga. Oh, 20. Alter, Intelligenzübung plus 3, nice. Komm schon. Oh. 1. Oh, ganz klar. Oh, wäre die Resistenz plus 2 gewesen. Kann ich nochmal würfeln? Nein, leider nicht. Scheiße. Jetzt stirbst du. Mhm. Mein Gott, Alter, hätte ich da eine plus 2 gekriegt, ey. Scheiße. You feel joints breaking, your blood vessels rupturing, your body crumbles. Oh, wäre Intelligenz gewesen, das wäre für mich eigentlich wichtig gewesen. Alter! Okay. Können wir das nicht mehr benutzen, toll. Hey, der Kleine macht alles kaputt, Alter. The room swims back into focus. You are intact. No longer whole. Oh, scheiße, hat mich die Bock. Tadpole arches in satisfaction. It lives on. Ich würde es nochmal probieren, gerne. No! The Zathisk! What have you done? Hey, es war schon vorher so. Ja komm, also laden wir neu. Ja. And so does your parasite. Her voice cuts with a fanatical edge, an obsession bordering on mania. If there's a chance the parasite lives, she wants it. Tauschen. Ja. David, lad neu. Was warten wir denn noch? Okay. Ja. Ich würde das nochmal probieren. Ich will wissen, was da passiert, wenn ich, wenn wir das schaffen. Und es hat ja jetzt wirklich ein Punkt gefehlt, Alter. Wir hätten vielleicht nicht beim ersten Wurf dir schon die Buffs reinhauen sollen, wo du 28 geworfen hast. Die kriege ich ja immer, die Buffs.
Naja, aber David hat dir noch einen reingehauen. Hätte er sich den für den letzten aufgespart, wenn wir das schon gewusst hätten, dann wäre vielleicht anders ausgegangen. Ich krieg die jedes Mal, Peiler. Ich kann die jedes Mal kriegen, die Buffs. Nee, beim letzten Mal nicht. Dann konnte ich sie nicht geben. Ah, okay. Du kannst es, glaube ich, nur einmal pro Gespräch machen. Ah, okay. Richtig. Sicher und wichtig. Naja, dann probieren wir es nochmal. Achso, jetzt muss ich wieder diese Reisetruhe hier aufmachen. Nee, musst du nicht. Kannst du gleich mit der quatschen. Okay, warte. Das sind aber 40 Erfahrungspunkte, ne? Egal. Ja, können wir ja danach, können wir ja danach machen. Speicher erstmal, oder hast du gerade? Achso, dann sag ich gleich, dass du der Patient bist. Tell me. How long have you been infected? Wie du hochguckst, richtig verliebt. Gleich wie vorhin, Leute. Wir können es auch abkürzen. As you go to the safest. Siehst du? Ganz simpel. Ich danke euch. Das ist so lieb von euch. Your gratitude. Even Gith Yankee rarely experiences safest. Na dann, speicher nochmal, bevor ich mich da reinsetze. Dann haben wir das hier wenigstens schon mal hinter uns. Alter, wo läuft der denn hin? Warum ist denn gerade hier ein Leuchter umgefallen? Ja, weil der hier ganz behindert läuft. Weil ihr da alle vor der Treppe steht, da konnte ich nicht vorbei. Achso, so, ich mal mit dir quatschen. Obwohl, warte, kann der Hund das anquatschen? Wenn es gibt 3 Punkte Intelligenz dazu, ne? Würde ja bei mir eigentlich mehr Sinn machen. Okay, zufrieden. Ja, stimmt, Intelligenz ist eigentlich. Der bringt Alex nicht so viel. Achso, na dann, geh ich weg. Hier, mach du. Will du, ja. Mein Glück. Gucken, ich geh jetzt bestimmt auch drauf. Gute Grundeinstellung. Danke. Wo hast du das dann gesehen, dass das 3 Punkte Intelligenz gibt? Das stand doch da vorhin, wenn ich das richtig gesehen habe, oder? Nein, ich habe 3, durch meine Übung habe ich +3 gekriegt. Du musst du machen. Okay. Sie lässt mich nicht. The Zathisk. Er ist gebart bei mir. Achso, nee, weil ich wieder am Hund bin. Okay. Naja, komm. Layers of your skull groans and bends under the pressure. Then agony. So. Okay, erstmal kein Bonus. Mhm. Resistenz. 12 schaffst du doch, oder? Oh. Hast du denn hier oben? Ja, geil. Through waves of torm, the device searches. Gerade so geschafft, ja. Ja, ist egal. Jetzt wird es noch besser. 15. Willst du einen Bonus haben? Ja, ist die Frage. Ja, ihr könnt eh bloß ihm eingeben. Dann gibt jetzt einer ihm jetzt den Bonus und einer danach nochmal einen. Genau. Mehr geht ja nicht. Dann gebe ich jetzt erstmal. Ja. Na, dann mach. Ja, ist doch egal, wer von euch beiden. Ja. Da haben wir wohl Pech, wa? Ja, irgendwie. Also ganz ehrlich, das ist doch scheiße. Okay, kannst du direkt nochmal neu laden. Nein, jetzt kannst du noch machen. Ah, stimmt. Ja. Nee, jetzt kann ich keinen geben. Nee, ich hab die Resistenz sowieso schon drin hier. Ach so, deswegen. Okay, dann Glück. Ja. Intelligenzübung habe ich +3. Na dann gucken. Bitte. Jawohl. Geil. Oh, mein Gott. Glück gehabt. Sehr geil. Alter. Stärke vervielfacht sich und geht auf die Maschine los. Deine Stirn ist ihr Substrat, alles klar. Dein Hirn! Ach, dein Hirn! Nicht deine Stirn! Ah, geht ja, explodiert so oder so. Schade. Aber wir haben es rausgefunden, Leute. Also, jetzt wissen wir, was passiert. Your mind is fractured, but intact. Inside it, the tadpole lives on. Und du fühlst dich anders. Fühlt sich anders. Okay. Different. Mal gucken. Jetzt sehen wir mal. No! The Zathisk! What have you done? Gar nichts. Gar nicht, ich war das nicht. Das war schon so. Ja, wo ich reinkam, war das so, hä? And yet you live.
And so does your parasite. Nein. Something in her voice that goes beyond rage. Ja. Aber gut, dass er erst sagt, ihr lebt noch unter Parasit. Also du bist hier sehr wichtig. Mhm. Ja. So, was ist dann Auftreten? Ist das hier? Täuschen. Vorgeben, dass der deine Erinnerung getilgt hat und du nicht weißt, wovon sie redet? Ja, bin ich lustig. Ist ja minus 1. Okay, der Parasit ist tot, ich habe gespürt, wie er gestorben ist. Er hat mich gerettet, kann. Ja. Oh Gott. Für dich lustiger. 15, okay. Ich kann Bonus, okay, hast schon. Nope. Okay, nice. The Zathisk must have damaged you when it was destroyed. Frustrating. I should have liked to have found out what happened. Hey, nee, erzählen wir dir nicht. Leave me. That was too close. Okay, was jetzt? You were lucky I was there to save you once again. Kann ich jetzt irgendwas Neues? Gedankenschinder Parasitenexemplar. Wenn wir die hätten klauen können, dann haben wir drei Würmer. Das habe ich eben auch schon gesagt. Nein, das habe ich das Problem ist, wir würden uns hier mit allen, glaube ich, anlegen, oder? Oder denkt ihr, dann speicher doch, mach die Tür zu und wir gucken. Aber ich glaube, alle werden das mitkriegen. Ja, komm doch erstmal rein hier nochmal, bitte. Mach die Tür von innen zu und dann schauen wir. Vielleicht können wir die Olle hier auch einfach töten. Ist den Hund raus. So, speichern. Dann speichere ich jetzt. Speichere jetzt einfach mal, genau. Aber ich frage mich, hat das jetzt bei mir irgendwas gebracht? Kann ich jetzt irgendwas Neues, oder? Vielleicht jetzt noch nicht, vielleicht später. Haben wir Erfahrung gekriegt dadurch? Nee. Weiß es nicht. Nö. Oder du machst dich kurz unsichtbar und beklaust sie. Welche reicht das schon? Nee, sie guckt ja in die Richtung, das sieht sie ja. Wenn Alex irgendwas nimmt, wird er ja wieder sichtbar. Kann mich ja zaubern. Zack. Warte, ich kann mal ganz kurz schlechte Musik spielen. A parasite. Brimming with magic. Ah, sie guckt mich an. Jetzt nicht mehr, jetzt guckt sie zu. So much for the perfect crime. Du hast nur minus 5 Sympathiepunkte bekommen. Egal, ob sie meine Musik mag oder nicht. You aren't as intimidating as you hoped. Jetzt zieht sie die Waffe. You're being attacked. Nee, tut sie gar nicht. Doch. Tut sie gar nicht. Billig mir einusen, das ist alles nur Einbildung. Okay, dann greife ich sie mal an, ja, okay. Zack. Nur noch 9. Oh, Alter, die hat mich geblockt, die Hure. Kann ich nur Nahkampfangriffe. Super, ich komm nicht ran. David? Ja. Wollte nochmal schlecht auftreten. Oh. Ja. Sehr anscheinend. Alter. Also gar nicht anscheinend. So, dann macht's da gut. Dann könnt ihr den alle nicht angreifen. Kann die, wir können auch. Aber ich konnte nicht angreifen, weil sie mich verzaubert hatte. Oh, nice. Guten Loot. Okay, bis jetzt hat's keiner mitbekommen, wie es aussieht. Nice, machen wir einfach mal die Tür zu und bringen alle um. So, jetzt kennen wir den Trick. Wir haben jetzt zwei so eine Parasiten. Da drüben ist, glaube ich, noch einer, ne? Nimmt alles mit, was wir kriegen können. So, aber lass mal noch nicht speichern, bitte. Dann müssen wir halt die Tür nur wieder hinter uns zumachen. Ah, ja. Warte mal, ich guck mal. Können wir die Kristallvase kaputt machen? Warte. Nur zu schnell! Ja, kommt raus. Ja, schnell. Ich wollte mir gerade den Stab angucken. Ja, dann müssen wir die hintere Tür wieder zumachen, ja. Ach, die Tür zu. Der letzte macht die Tür zu, Jusen, okay. So.
Nee, die da vorne müssen wir zumachen. Ja, hier sind auch Leute drin, ey. Richtig. Na, die bekämpfen doch jetzt, dachte ich. Nein, wir wollen die nicht bekämpfen, darum geht's doch. Oh Mann, ey. Hä? Nein, ich habe nur die Truhe aufgemacht, entspannt euch. Ja, so, das Vieh ist tot. Jetzt können wir in die Truhe gucken, oder? Da ist nichts drin, glaube ich. Ein Verzaubern Stufe 1. Das ist ein Amulett. Ich wüsste, wollt jetzt alle um. Ich wäre jetzt von Tür zu von Raum zu Raum gegangen, ja. Mit euch. Die sind aber krass, ja, anscheinend. Na, wenn wir aber alle nur einzeln wegklettern, ist auch schön. Nee, hier sind schon vier zusammen, das kannst du knicken. Ja. Die sind ziemlich dolle. So, verschwinden wir jetzt schnell, bevor hier. Jemand merkt, dass die Doktorin nicht mehr da ist. Warum macht denn der das hier dreckig eigentlich? Der malt. Der malt es, glaube ich. Gut, willst du speichern oder was? Wenn wir jetzt die drei Gedankenstunde haben. Okay, warte, speichern. Okay. So, wo müssen wir jetzt hin? Wollen wir die drei Kräfte aufteilen? Schon mal, dass wir ein bisschen krasser sind. Ja, warte, ich gucke erstmal. Also hier wäre zum Beispiel, dass ich jemanden heilen könnte, aber er ist dann verwundbar gegen alle Schadensarten. Dafür ist es von 2 bis 16. Aber das wäre, glaube ich, ganz praktisch für mich, oder? Was kannst du? Ich kann 2 bis 16 heilen. Dafür ist man aber 3 Runden verwundbar gegen alle Schadensarten. Aber ist egal, heil ist heilen. Heilen ist heilen, ja. Dann nimm das mal. Will ich das. Allgemein bringen die alle Olle um, ich verschandel das Bild da hinten, Alter. Schon. So. Gut. Alex, was kannst du Sinnvolles machen? Kannst du eine. Ich könnte. Bist du gegangen oder nach oben bist du gegangen? Ich bin nach rechts gegangen. Er steht hier. Neben. Kannst du. Nein, in den editären Kräften, Peiler, wenn du oben auf den Wurm klickst. Einmal pro lange Rast kannst du einen erfolgreichen Angriffswurf gegen Gegner zu einem kritischen Treffer machen, okay. Das ist nämlich. Da oder wollte ich dann hin. Kanalisiere. Ja, ne, dann nimm das da oben in die Richtung. Und dann kannst du dann zu gehen. Entweder das hier. Nahkampf ist normalerweise stärker, bei Geschicklichkeit. Zaubert. Okay, Fernkampf, ja. Und das da oben kann man noch nicht lesen. Kannst du das? Nee, kannst du auch noch nicht. Nur wenn ich das hier quasi dann. Was ist denn deins hier oben links jetzt? Wenn du hohes Risiko, was du da jetzt da freigeschaltet hast. Ja, kann ich auch noch nicht sehen. Achso, ne? Du hast doch hohes Risiko freigeschaltet, oder? Ja, ja, aber ich kann es nicht sehen. Oh, okay. Ja. Stimmt. Was können denn die anderen noch? Na, ich bin auch so wie David in dieses. Ich kann hohes Risiko machen höchstens. Oder halt konzentrierte Explosion, Energietunnel. Ah shit, ich hätte hier unten auch Schild nehmen können. Ich schwöre um dich oder einen Verbündeten einen flüchtigen Schild, der dem Ziel 10 temporäre Trefferpunkte gewährt. Genau. Das hätte ich auch nehmen können. Kannst du ja als nächstes machen. Ja, obwohl, bringt der denn hier jetzt irgendwas anderes? Außer das mit dem. Oh, passive Merkmal. Einmal pro lange Rast kannst du einen erfolgreichen gegen einen kritischen Treffer machen. Okay. Genau. In die Richtung wollte ich ja gehen, quasi dann mit der Glück der fernen Reiche. Wo ist Peiler lang gegangen? Welchen Pfad wolltest du nehmen, Peiler? Gute Frage. Also ich bin jetzt nach unten links erstmal wohl beim ersten Mal gegangen. Diese konzentrierte Explosion. Richtig. Weil die anderen Sachen sind so, muss erstmal einen Gegner haben, der 9 Meter, also nicht mehr als 9 Meter von mir wegsteht, damit es funktioniert. Ist jemand nach ganz unten gegangen? Hier, Ausmerzen der Schwachen ist ziemlich stark.
Wenn die Trefferpunkte einer Kreatur auf niedriger niedriger Anzahl als die Wurmmächte verringert, stirbt die Kreatur und alle Kreaturen in der Nähe erleiden 1-4 physischen Schaden. Oh, psychischer Schaden. Es sollte auf jeden Fall einer skillen. Jetzt muss die Frage zählen, sind Kreaturen in diesem Spiel alles Lebewesen oder zählt das jetzt bloß für Fabelwesen? Oder so wird. Naja, Kreaturen hört sich für alles, mich immer an, wie halt Wildlebendes. Ich würde sagen, alles außer Menschen oder Humanoide. Ja, es bedeutet aber, wir kämpfen eigentlich großteils gegen Humanoide, dass ich bloß im Vorteil wäre, wenn wir gegen so eine Riesenadler kämpfen, in dem Fall, oder bei der komischen Eulenwolf oder was das da war und so, bei allen anderen. Naja, aber wenn du 3-4 Würmer hast, dann überleben die wenigstens nicht mehr mit einem und machen halt noch Flächenschaden. Und wenn du halt immer Flächenschaden machst, also musst du es ja nicht sofort skillen, aber in die Richtung könnte auf jeden Fall einer gehen, dann haben wir das immer drin, ne? Weil wenn Hunde oder sowas dabei sind und du Flächenschaden machst, dann explodieren die alle und machen selber noch Flächenschaden. Ich sage ja nicht, dass wir das sofort skillen sollten, aber dass einer in diese Richtung gehen sollte, der eventuell sowieso unten schon dieses Auge geskillt, die konzentrierte Explosion geskillt. Ja, also ich. Ja, deswegen macht das Pfeiler doch einfach. Naja, dann kannst du ja einmal noch runtergehen, was ist das hier? Pisonier-Rückschlag. Ist theoretisch, wenn er das halt macht und dicht dran steht bei mir, ist es natürlich nicht schlecht, ne? Ja, dann lass doch Pyler erstmal die beiden skillen, weil das Ausmerzen der Schwachen ist doch erstmal gut. Ist ja besser als alles, was wir jetzt erstmal machen können. Ja, deswegen meine ich ja. Genau. So, jetzt bin ich unten links fertig. Ja. Nice. Dann nehmen wir dann die nächsten Würmer für uns, die wir finden. Muss ich die eigentlich noch in die Leiste packen? Mit dem Schild halt. Und du gehst dann nach oben, Glück der... Ja, genau. Ja, guck mal. Gut, ja. Wo müssen wir jetzt hin? Willst du nochmal speichern, wenn wir jetzt die Skillpunkte dafür vergeben haben? Speichern. Ja, immer speichern. Speichern. Stück für Stück. Aber jetzt, wo ich den Wurm habe, wo habe ich dann meine Wurmfähigkeit? Ich habe die eine da drin, muss ich die noch auswählen dann erst? So noch auswählen? Ne, bei mir ist sie gleich drin. Ja. Ne, das war ein passiver Fähigkeit. Dauerhafter. Das war passiv, klar. Ja, ja, ich sehe es gerade. Das eine ist klar, das hatte ich vorher. Das hier ist die eine passive Fähigkeit und ich habe ja noch gerade eine gelernt. Wo ist denn die reingerutscht? Ist auch ein passives Merkmal. Beides passiv. Ah, okay, die ist beides bloß im anderen passive. Reiter drin. Naja, das eine ist allgemein und das andere ist bei Reaktion drin. Ja, genau. Ich wollte bloß wissen, wo sie stecken. Nimm das Ei aus der Brutstätte, das brauchen wir noch. Aber... Ja, das ist hier links, das Ei. Da ist die Frage, wollen wir es jetzt probieren oder wollen wir jetzt einfach weitergehen? Wie gesagt, meiner Meinung nach können wir hier immer noch zurück teleportieren. Weil wir können ja auch immer noch zu den Alten. Und das Ei, das wollte die ja nicht nach einer bestimmten Zeit haben. Das wollte die einfach so haben. Naja, aber kommt ja darauf an, ob sie denn noch hier ist oder ob sie durch irgendeine andere Handlung, die wir tun, dann irgendwann stirbt. Weißt du, so denke ich halt. Deswegen, also ich würde es sonst gerne nochmal versuchen, aber... Es kommt halt drauf an, wenn die alle mit über 30 Schaden angreifen, dann leben wir auf jeden Fall nicht lange. Naja gut, wir haben ja jetzt noch gespeichert, wir können ja jetzt noch einmal reingehen. Obwohl, wenn Alex den Dude da oben schon mal von hinten absticht, macht er ja gleich einen Crit, oder? Genau. Wenn er ihn one-shottet, ja. Naja, dann probieren wir es jetzt nochmal. Wir haben ja gerade eh gespeichert, dann prüfen wir es jetzt und wenn es nicht klappt... Ja, oder ihr geht aber in die falsche Richtung dafür. Die Brutstätte ist auf der anderen Seite. Ich mache hier oben nur die Tür zu. Nein. Ich mache nur die Tür zu, dass niemand was hört. Und dann stellt ihr euch am besten schon mal bei den Typen da auf. Oben, bei dem Typen, den ich vorhin geschubst habe, oder was? Nein, den nehme ich. Achso. Na, ich muss da oben hin, wo du die erste Falle entschärfst hast. Damit oder da, wo dieser Armbrustschütz-Typ ist. Genau, ich stehe hier unten beim. Ich stehe beim Krieger und du müsstest vielleicht. Kannst du da rüber zum Armbrustschützen, Eva? Doch, kann er, glaube ich. Okay, ja. Ich würde da hin, wo Alex gerade steht. Oh, pass auf, hier sind Traps. Ja, genau. Da müssen wir eh alle erstmal hin, da wo Alex ist. Ja. Dann müssten wir erstmal die Fallen hier anzeigen. Ach man, jetzt läuft sie wieder durch, wa? Ja. Du musst da springen. Okay, den kann ich nicht. Die ist, glaube ich, kaputt. Hier hinten nur auf die Ecke beamen können, aber bringt mir auch nicht viel, oder? Nee, dann treffe ich die beiden nicht mehr. Nee. Ich bleib hier hinten. Ja, aber ihr müsst noch ein Stück nach vorne kommen, damit ihr mir die Fallen hier anzeigen könnt. Ja, komm her. Nee, bei mir kommt gerade nichts. Ja.
Stück für Stück immer. Ganz, ganz langsam. Stopp, 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 stopp. Ja, ja. Aber warum macht der runter? Keiner hat da keine Aufmerksamkeit. Okay, ich hab die entschärft. Geh mal noch ein Stück nach vorne. Jusen? No. Okay. Not so good. Na krass, ich hab keinen Schaden, Gott sei Dank. Ja, okay. Kannst du da rüber springen, Jusen? Zu der Armbrustschützende oder Bogenschütze? Von hier aus? Oh, I'm fine. And you? Nee. Also nicht von hier aus. Wer ist jetzt da runter? Der Hund. Achso. Warum auch immer. Ja, hier war wieder bestimmt eine Falle. Geh mal hier runter, vielleicht kann ich von da unten hochspringen. Ja. Weit bin ich denn von hier aus entfernt? Also hier vor mir ist eine Falle. Ja, das ist eine 65. Ja, 75. Ich kann da hoch. Abba. Nice. Oh, Wahrnehmung fehlgeschlagen. Musst du aufpassen da jetzt, ne? Ich bleib jetzt einfach hier stehen, würde ich sagen, erstmal. Pass auf, David, da sind Fallen, ne? Ja, also, ich kann doch hier stehen bleiben oder muss ich mich. Ne, du kannst. Ich dir erstmal hin, ja, oder? Du kannst vor der stehen bleiben, genau. Und ich mach okay, jetzt hinterher den da unten, ja? Ja, genau. Um die da, wa? Okay. Ups. Genau. Hat die irgendwas Spezielles? Die da. Oh, die hat die auf jeden Fall extra über uns laufen. Die ist ja eine Kriegerin, oder? Hat die Pfeil und Bogen? Weiß ich nicht. Nee, nee. Werden wir dann das sehen. Hat nur ein Zweihandschwert. Mann! Okay, wenn jeder seine Position hat, speichern, oder haben wir schon? Weiter speichern. Ja, ich stehe fest. Speicherst du denn? Aber sind da nur diese Gegner, oder gibt's noch mehr irgendwo hier? Ach, ich bin nicht. Warte, haben wir die Tür unten zugemacht? Die ist noch offen. Pfeiler, kannst du die noch zumachen? Ja, sorry. Sicher? Ja, warte, ich geh nochmal runter. Not daily. Dann bin ich kurz noch pinkelt. Ah, nee, er läuft falsch. Du musst ab und zu springen, Pfeiler, ist besser. Ja. 2-3 days a week. Mit wem quatscht du denn? Mit einer aus dem Chat. Achso. Spricht aber nur Englisch. Und ich hab nicht so gut Englisch, aber bis jetzt kommen wir miteinander klar, würde ich sagen. Ist ja immer genervt, Freund. Das ist einmal die Tür zu. Und wieder zurück. Die hat eine Säureresistenz. Oh, da am Wasser wäre auch noch eine Falle gewesen. Aber da gehen wir eh nicht rein. Okay, der hat eine Säureresistenz, das heißt, ich kann Giftschaden machen. So, wie viel Leben hat der? 41. Gut, dann greife ich den jetzt an, ja? So, let's go! Warte mal noch ganz kurz. Warum kann ich die Attacke gerade nicht machen? Guck mal, ich mach mal Arkane Erholung einmal. Jetzt kann ich so. Warte kurz, Alex. Ich muss bloß mal gucken, welche Attacke ich am besten dafür auswähle. Ja, okay. Hab's. Okay. Kannst. Alles klar. Alter, der hat nur noch 29 Leben. Weil er weggegangen ist, Idiot. Ja. Ha, Fehlschlag. Nice. Oh, 10. Alter. Aber deiner lebt ja auch noch, sehe ich gerade. Ja, aber ich kann den jetzt nochmal angreifen. Oh, meiner lebt auch noch. Jawohl, mit einem hinterhältigen Angriff. Habe ich noch, das Draugrift? Schneller Schritt. Nö, ich muss Zug beenden. Du musst den Zug beenden? Warum? Nö, ich habe meinen Angriff schon gemacht. Ach so. Soll ich mal, kann ich mehr machen als ja, einmal einen dicken Zauber und alles laufen? Gut. Ja, ist alles gut. Schreinakt. Ist der jetzt vergiftet? Vorübergehend feindlich gesinnt. Okay. Na, dann nehme ich jetzt das Vivan-Gift hier.
Arm, Junge. 21, Junge. Und vergiftet. Okay, 9. Aha. Und 6. Nice, er hat nur noch 2. Soll ich das probieren? Entweder greifst du. Mir ist es egal. Kannst Na gut, denn der zwischen uns beide ist, betrifft mich nicht. Also du könntest erstmal den Zweier da ausschalten. Genau. Ja, dann mach den Zweier. Jawohl, nice. Hast du uns Wasser gefallen, der Dude? Das ist Säure. Ja, stimmt. Aber ist ja nicht schlimm, die sind säureresistent. Ja, aber die sind säureresistent, ist egal. Ja, aber wir nicht. Ja, das stimmt. So, David. Wenn du noch was kannst, kannst du dich auch gerne umdrehen und den anderen noch mit angreifen. Nee, kann ich nicht. Überleg nur, ob ich zu Yuzu noch überspringe, obwohl ich bleib einfach hier. Nee. Bleib hier. Okay, schreib mich an. Ja. Nein, mach es nicht! Ah, okay. Hast du Säureresistenz reingezogen? Na dann, Yuzu, hau sie weg da. Soll ich die klingende Singe mal machen? Die wäre schon. Bringt nichts, ne. Okay. Okay. Hau sie einfach weg. Stärksten Angriff zu machen. Genau. Und dich vorher buffen, wenn du das noch nicht gemacht hast. Ja, genau. Nee, komm, Frost brauchst du nicht. Komm, Frost okay. brauchst du nicht. Kann ich auch gerade irgendwie gar nicht machen. What are you doing? Yuzu. No. Nee, ich wollte den eigentlich mit Necro auch machen, aber kann ich auch nicht. Gut, dann greife ich den einfach an. Gucken, was kommt. Hauren. Du schätzt ja, dass ich auch einen Streamplan hab. Den hat Alex ja nicht. Was hab ich? Ja, genau. Ich hab einen Streamplan. Dann war das so rum, dann ist das Einzige, was du hast. Alles andere hast du ja nicht ausgefüllt. Was macht die Figur da? Keine Ahnung. Hallo? Okay. Bisschen Körperklaus hier? Na, ich glaube, der ist festgemacht, weil ich da stehe. Der kommt nicht richtig hoch wieder. Keine Ahnung. Oder rutscht immer wieder ab. Macht Moonwalk rückwärts nach oben. Jetzt hat sie. Ja. Okay, ich bin dran. Yuzu kann die ja wahrscheinlich eh gleich töten. Also konzentrieren wir uns auf den Heini da unten. Mhm. Mit 13, ne? Und treffe ich hier nur 65. Ich stehe recht weit hinten und erhöht. Ich gehe mal doch ein Stück dichter ran. Ariert, Alter. Oh, ich denke, da ist was Besseres. Oder? Jetzt wird er extra gebumst. Gib die Packung, Leute. Auf die Fresse. Kritischer Alter. Fehlschlag. Alter, sagt er. Nichts mehr tun. Mist. Hört mich auch nicht. Der ist Stichresistenz, Wuchtresistenz. Alter! Wie weit kann der springen? Der ist hochgesprungen hier gerade. Alter! Ach so, ist ja, okay, ist tot. Ja, klar. Der Zauber wird einfach nach hinten echt gehen gut, sollen. Aber schlagen ist bei dem nicht so clever. Ich hätte den Fall zaubern. Mann, der hat noch einen Fuck, Mann. Mal gucken, schubst schaffen ihn. Wir das. Kannst du ihn schubsen? Schubst ihn in die Säure? Ah, nee, ist Säureresistenz. Säureresistent. Nee, aber Resistenz heißt ja nicht immun. Schubst sie da rein. Ja, stimmt. Oh. Wenn du noch schubsen kannst, schubst sie. Also. Ja. Nee, lauf ein Stück noch irgendwie rum und schubst sie dann. Dass sie sicher fällt. Ja, genau, so passt. Und dann nochmal drehen. Dann macht er mal. Schubst sie rein. Jawohl, genau yes. so. Sogar noch mitten in die Wolke rennt. Genau so. Der nicht mehr auf die. Jetzt können wir leider bloß nicht mehr looten. So soll bloß aufpassen, dass uns David nicht komplett wegstirbt. Oh. Ja, aber ich kann ja jetzt auch nichts gut. mehr machen. Ich chill hier noch ein bisschen. Bin ja dran, alles gut. Okay, brauch ich gar nicht. Hab ihn gekillt. Wie gesagt, alle Angriffe mit anderen Waffen hätte weniger abgezogen als sonst und gegen Zauber geht aber ganz gut. Ja, da. Dann lootet die mal. Holt geil. Ne, kriegst du. Ich hab guten Loot bekommen. Hast du sie gelootet, Yuzu? Ja, ne? Ich hab's wegen der Leiche schon mit. Ich kann in die Leiche nicht gehen, weil es in der Säure ist. Ist doch egal. Na, dann loot die. Nee, du kannst sie verschieben, wenn du dann nur. Oh, in der Nähe bist. Ich hab Schuhe.
Säure kann dir nichts anhaben. Du bist resistent gegen Säureschaden. Na, dann zieh dir die schnell an, Jusen. Ja. Wo du richtig drin stehst. Hier. Hab ich dir reingepackt. Hab ich an. Nice. Dann kannst du jetzt durch die Säure gehen und das Ei holen, ne? Genau, loote die Olle erstmal und dann hier mal zum Ei nach vorne. Und da hinten sind auch noch Kisten, Jusen, also hier. Wo? Wo? Da hinten ja. Sind Kisten noch. Geh ich erstmal zu. Oh, was ist denn jetzt? Oh! Ah, ich hab aus Versehen reingedrückt, ich bin so dumm. Ich hab mich jetzt nicht hochgesprungen. Ja, ist ja gut. Jusen hat da Schüsse von über die magische Tasche übernommen. Hä? Warum bin ich jetzt hier drin? Du darfst da nicht in diese Fallen gehen, Jusen. In diese lila Kreise, dann kommst du in Richtig. Die Gefängnisse. Jetzt muss Alex ihn erstmal rausholen. Musst du Schlösser knacken, Alex. Nein, er hat einen Schlüssel von mir gekriegt. Ah, okay. Du darfst da nicht in diese lila Kreise gehen, Jusen. Ja. Ja, dann mach es nicht. Ja, wollte ich ja auch gar nicht. Lauf von da bitte. Da. Schon wieder drin. Ich war nicht mal in dem lila Feld. Ach du, da ist noch ein. Ah, okay. Ich deck dich Stück für Stück auf anscheinend. Ja, müssen wir jetzt warten. Wie gesagt, du kannst auch springen. Wenn du links rumgehst, oben lang, links am Rand lang, kommst du besser ans Ei ran und dann gehst du den Rand oben nach rechts weiter und kommst dann die Kisten ran. Ich wollte aber erst die Kisten machen. Naja, ist egal. Lass ihn doch einfach machen. Alex versteht, was ich meine. Ja, lass ihn einfach machen. Dauert jetzt seine Zeit und dann sitzt er. Gucken, Morchel. So, das Ei. Wasser. Nee, gleich. Pass auf, das ist nicht. Mann, fuck. Weil nur mal Stück für Stück gehen die lilanen Dinger, die tauchen die auf. Die ploppen echt sehr spät auf. Ja, deswegen immer nur eins. Zwei bis fünf. Oh ne, pinkeln Leute. Zwei bis sieben. Oh. Stück für Stück. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ah, jetzt bin ich hier drinnen. Ah, okay. Jusen ist nice. Ein Eichhörnchen. Geil, das sind Finesse-Waffen. Ich habe ein krasses Kurzschwert gefunden. Nice. Blinkfinger. Was lautet das? Das wird immer gemacht. Unfall voller Spann. Okay, ich habe das Ei. Oh. Gespräch, ich bin in einem Dialog. Ja, wir gucken. You can see a vague outline of something within it. Mit dem Fuß am Mann. Na, das Zweite. Wir wollen es ja der Eulen geben da draußen. Okay. Nice. Cool, dann können wir jetzt los. Zuerst mal speichern. Bevor jetzt noch irgendwas passiert. Jetzt sind sie beide nicht da, oder was? Ich bin noch da. Ja, na, dann speicher mal bitte, bevor jetzt noch irgendwas passiert. Ja, speicher hier, speicher da. Naja, dann mach es doch. Mach es doch, ey. Ich kick dich gleich aus der Session raus, dann spiel ich den Zeug alleine. Dann läuft er hier aber nur nackt rum. Ist da jemand ein bisschen angepieselt? Nee, ist okay, ist okay. Oh. Nice. Och, warum läuft er denn da durch? Ey, Leute. Ich bin nach vorne gesprungen. Ach ja. Wurde eh schon getötet. Na, dann kannst du dich ja jetzt heilen. Warte, ich pack dir einen großen Heilungstrank rein. Großen. 8 bis 20, oder nee? Ja, den 8 bis 20, ja. Na, den 30 bis 60 nicht. Okay, tut mir ja leid. Na, der lohnt sich doch bei dir gar nicht. Ey. Ist egal, ist okay. Ist egal, ist okay. Okay. Ja, ist okay.
kann mich nochmal 1 bis 8 heilen, aber vielleicht schlafe ich dann ein. Dann nimm doch einfach so einen dicken Trank. 8 bis 20. Hab ich doch schon. Dann mach nochmal. Ja, mach nicht nochmal. So, jetzt. Passt doch. Passt doch. Warum hat eigentlich Peiler plus 8? Ein kleiner Schutz vielleicht, keine Ahnung. Ja, temporäre stimmt. Trefferpunkte. Durch seinen zionischen Rückschlag. Ach so, war das schlecht. So, ich bin gleich wieder da. Ja, ja, okay. Geht mal alle weg, genau. Wir bleiben jetzt einfach hier rumstehen. Ja, wir haben gespeichert, ich bin gestorben. Das passt doch alles, Mensch. Was ist denn das Problem? Du kannst doch durch die Stadt laufen. Ja, ich gehe schon weiter. Ob du noch was verkaufen kannst. Ja, mach ich. Verkauf doch die Klinge ihrer Anbietenden. Ja, hau ab jetzt, damit du wieder da bist. So oben, wieder da, Leute. Bin da, nee, wieder, jetzt bin da. Ich weg, Peiler. Ja. Na, dann kann ich mir was zu essen machen. Ja, was mach zu essen mal machen, nee. Nee, na dann nicht. Okay. Ich komm mit dir, Shaolin. Ja, ich geh verkaufen, dann kannst du mir ja schon mal alles ins Inventar packen. Gewissen. So machen wir das. Achso, die Säurestiefel sind schon eigentlich ganz cool, aber die Spinn-Dinger sind auch ganz cool. Na, behalte doch beide und je nachdem, wo wir sind, kannst du Spinnen oder Säure anziehen. Ja. Genau, immer so machen, User. Alles, was du denkst, was einen interessanten Effekt hat oder der für dich nützlich sein könnte, behalt erstmal. Den brauchen wir nicht verkaufen. Ja. Weil wir kommen immer wieder in so Sachen. Wir hätten jetzt gedacht, dass wir hier in so ein Säurebad kommen. Also ja, halt nicht mit dir rechnet. Das habe ich auch nicht mit gerechnet. Alles schön, dass wir mit ein bisschen richtiger Taktik und Absprache das doch hingekriegt haben. Das freut mir. Ja, ich bin ja nur gestorben. Nur ich bin da. Naja, du warst ja nicht richtig tot. Du warst ja nur am Boden. Ja, liegend. Ja, ich wurde gewonshottet. Ja, das ist okay. Du kannst das ab. Genau. Ich bin der heilende Heiler. Habt ihr noch was im Inventar? Schieb dir gerade noch ein Mühlchen rüber. Die Stiefel muss ich noch behalten für das Level ab. Das habe ich Alex gegeben. Ihr könnt ja halt diesen einen Zauberstab, den ich habe, aber ist in dem Spiel Orange das seltenste? Ja. Ich habe hier halt einen Stab, aber der macht nur 0 bis 7 Schaden. Das Coole an dem Stab ist halt, der macht halt Strahl der Übelkeit Grad 1. Aber das bedeutet maximal auch nur 10 Schaden. Also da würde ich ja, wenn ich meinen Feuerpfeil mit 20 mache, eigentlich kannst du den verkaufen. Du musst aber gucken, der Schaden, der wirkt sich nur auf deine Nahkampfattacke aus. Nee, das ist eine Fernkampfattacke, die damit zukommt. Strahl der Übelkeit, ja, den kann ich dann so machen. Ja, das ist richtig, aber die 1 bis 8 Schaden ist die Nahkampfattacke, die du mit diesem Stab machst. Ja. Deswegen musst du gucken, was dein Angriffsbonus sagt, wenn du das Ding an hast. Ja, aber das, was ich habe, ist besser. Waffenverzauberung Stufe 1 und dann habe ich noch einen Zauber mit einem Angriff als Donnerwelle und das macht einem W6 Schaden und dann in der Umgebung noch 1 D4 und 2 D6 Schaden. Ja, weil da die Fähigkeit besser ist. Ja. Aber wie gesagt, die blauen und die goldenen Items, die würde ich eigentlich noch nicht verkaufen. Das kann Alex ja dann entscheiden, aber ich finde, der ist echt Schrott. Was ist denn der Dings denn? Ich habe ihn drüben bei Alex reingeschmissen. Der ist neben seinem Bogen. Ach, da ist er. Also Bogen, Armbrust da in der Mitte. Nee, weil der macht ja 1 bis 8 Wuchtschaden. Und wie gesagt, das betrifft ja, aber nur... Ja, das weiß ich. Das ist nur der Nahkampf. Ja. Das ist nur der reine Nahkampf, genau. Jusen, ich habe eine schwere Armbrust gefunden. Guck mal, ob die mehr Schaden macht als deine. Naja, die habe ich dir reingelegt, das ist dasselbe. Nee, ist es nicht. Na doch, 3 bis 12. Das macht meine auch. Und die das hat dieselben Effekte. 6 bis 15. Hier unten 6 bis 15, Jusen. Die hat. Bei mir macht sie nur 3 bis 12. Na dann legst du doch einfach mal an. Die unten im Inventar, Jusen. Okay, stimmt. Leg mal noch gesagt, mal jede Klasse sieht das einzeln, sieht das anders. Ja. Wenn die User mit der Armbrust geübt ist, war das vielleicht nur eine leichte Armbrust und keine schwere. Ne, es sind beides schwere Armbrust. Ja, vielleicht bin ich eher mit einer leichten. Aber, leg mal noch mal die andere an.
Ja, ändert sich nicht. Nein, doch der Angriff. Ah, okay. Nee, auch nicht. Bleibt alles gleich. Ja. Oder ihr braucht einen, vielleicht kann die eine von euch tragen. Ist aber schwere Armbrust oder Kriegswaffe usen. Darin muss man geübt sein. In die andere Armbrust, die sieht cooler aus. Muss man die jemand wieder geben? Wir hätten die gerade weggenommen, du. Also finde ich. Aber die. Ja, okay. Aber die andere glänzt so. Das hat auch noch was zu heißen, oder? Nö. Ich glaube nicht. Nimm die andere Armbrust, die sieht cooler aus. Na gut, dann behalte ich die ich jetzt habe und die hier kann ich verkaufen. Oder Peiler nimmt. Obwohl, kann Peiler Armbrust nehmen? Klar kann ich. Wie gesagt, pack dir wenigstens eine rein, falls du wirklich gar keine Zauber mehr hast, dass du nicht. Das ist aber Kriegswaffe oder schwere Armbrust. Genau, er kann sie nicht tragen. Na, das weiß ich halt nicht, ob Peiler tragen kann. Klar kann ich. Bist du darin geübt? Charakter. Ich mach denn 6 bis 15 Schaden mit der Armbrust. Unten steht aber ungeübt. Du bist im Umgang mit Kriegswaffen und schweren Armbrüsten nicht geübt. Nee, ja. Nur wenn Peiler. Nee, das ungeübt ist heißt Peiler, aber nicht, muss, dass Peiler muss doch drüber habern. Achso, du bist in seinem Streamer. Nee. Nee, einfach wie bei Inventar, du kannst jetzt die Waffe. Ja, nee, Peiler ist zu ungeübt, das ist richtig. Aber wie gesagt, für jeden sind die Stats anders, wenn jemand anderes drüber havert. Das ist das ganz große Problem beim Kaufen. Da muss immer quasi jeder dann oder die Person in den Händler reingucken. Weil ihr seht nur das, was für eure Klasse halt quasi gut oder schlechter ist. Und nicht für andere Klassen. Das kann sich wirklich unterscheiden. Na gut. Gut, jetzt wollen wir das Ei erstmal wegbringen, oder? Oh, würde ich sagen, ne? Müssen wir an für das Ei hin? Erstmal wieder raus, denke ich. Na, draußen den Wegpunkt benutzen. Ich kann mich doch so gleich irgendwo hin porten. Hab ich doch gerade gesagt, den Wegpunkt benutzen. Den Porch-Dings. War Rosenmorg, war? Kloster Rosenmorg. Ich gucke gleich. Danke, David. So. Remember. Jetzt muss ich immer erst so überlegen, welche Richtung draußen war. Hier. Da ist der Wegpunkt, da steht Jusen. Ach ne, Siegel. Das ist ja kein Wegpunkt, oder? Nee, wir müssen nach rechts. Nee, ich dachte, wir wollten uns. Wir wollten das Ei erstmal wegbringen. Immer noch. Achso, können wir uns da nicht hin teleportieren? Ja, das war ja. Ist das dein Ernst jetzt? Warum teleportieren wir uns denn nicht? Ja, und das ist ein Kloster-Morgen-Dings, oder? Rosenmorg, oder? Ist das? Trielta-Felsen. Mister. Ja, bin doch schon da. Das war ja meine Frage. Naja, das hab ich euch ja gerade gesagt. Ja, nachdem ich es dreimal nachgefragt hab. Naja, ich muss da auch erstmal gucken. Na, das hättest du doch sagen können, dann hätte ich doch in der Zeit geguckt. So, dann quatsch mal mit der, Jusen. Du hast das Ei. Mach ich. Jusen, wer du verkackst, das wäre mit dir. Hol einen guten Preis raus. A friendly face. Oh, you are a sweet, sweet blessing, my dear. You know, so hat die mich nicht begrüßt, die Alter. I've been accosted, chased, insulted. So, nee, weil du mit ihr noch nicht gesprochen hast, hat er wahrscheinlich die Quest noch nicht mal. Ja. They have the... Honestly, I was doing them a favor offering to buy one of their eggs. And how am I repaid? Attack! The society... Los, hol einen guten Preis aus. Of course. A Gith Yankee can no more rise above its nature than gnomes can fly. You've been sipping from the same goblet as the they may have checked. And once inside, you'll be well compensated, of course. Just bring me an egg. So weit waren wir schon mal.
Habt ihr Lohnsource? Gut, ich will aber bezahlt werden im Voraus. Brauchen wir doch jetzt nicht mehr im Voraus, oder? Habt ihr Lohnswerte? Also, ja, macht ihr Lohnswerte Ausrüstung? Ausrüstung. Ja. I should hope so. When adventure calls, I am always thoroughly prepared. Take a look. Take a look. Ach so, jetzt. Wir sehen's handeln. Nicht. Ja, dann geh raus. Das heißt, wir kriegen. Hat die denn noch guten Loot? Nee, das ist ja dämlich, wenn wir jetzt den ganzen guten Loot bei ihr gekauft haben. Ah, nee, das war der andere Händler. Na, sonst guck doch einfach einmal rein bei ihr. Okay, soll ich jetzt ins AEG? Alex, watch, du warte mal kurz. Oh. Die Eins, ne? Ja. Oh. Fortuitous indeed. You shall be rewarded immediately. A pleasure to do business with you. Okay. Was haben wir jetzt? 260 Gold nur? Wo steht denn das? Ich will mein Ei zurück. Ja. Das wird mir aufgeploppt. Okay. Wir haben Dame Esther das Ei gegeben. Sie war uns sehr dankbar und hat uns belohnt. 260 Gold ist doch lächerlich. Ja, wann muss das Ei wiederholen von dir? Pilar handelt erstmal mit der. Kann ja mal gucken, ob die noch irgendwas hat. Ich weiß bloß nicht, weil ich noch nie bei ihr reingeguckt habe, ob sich jetzt hier was verändert hat oder nicht. Verlangsamung, Schriftrolle. Ziele auf bis zu 6 Kreaturen. Verlangsame sie. Ihre Bewegung und ihre Aktion sind beeinträchtigt. Ihre Rüstungsklasse und ihre Geschicklichkeitsrettungswürfe sind um 2 verringert. Eldas Schwarzer. Tentorg? Tentorg? Keine Ahnung. Tentakel. Oh Mann, ey, ich bin gerade schon richtig Gulasch in der Birne. Ja, aber die Rolle kannst du kaufen und eventuell lernen. Ja, deswegen gucke ich. Spieße aus dem Boden machen in schwierigen Gelände. Greifen Kreaturen darin an und ersticken sie. Ersticken? Ersticken, steht da. Na, mach mal rechts. 18 Meter Entfernung kann ich das machen. 6 Meter Radius ist der Effekt. Ist eine gute Größe. Mach mal rechtsklick untersuchen. Dann gehen wir auf Ersticken. Das was leuchtet. 3 bis 18 Wuchtschaden. Nur, das ist ordentlich. Pro Zug sogar. Na, dann kauf die und erlern die. Naja, sonst, ihr könnt ja gerne reingucken. Bei den Waffen und sowas kenne ich mich halt oben gar nicht aus, ne? Ob da jetzt noch eine mit einem guten Effekt bei ist. Na, geh mal aber die beiden, eigentlich die beiden Zaubersprüche würde ich gerne haben. Na, dann guckst du dir. Ja, warte mal. Packt ihr das Gold rein? Zu quatschen. Hat schon das Gold. So. Alles klar. Ne, da rein war das, ne? Da reinschieben und da reinschieben. Was machen die Handschuhe? So. Die Handschuhe? Welche denn? Die blauen. Da sind 2. Die blauen. Die da. Oh! Deine waffenlose Angriffe bewirkt. Nee, ist Müll. Waffenlose Angriffe, ja. Waffenlose Angriffe, Peiler. Ja, es soll nur 1-4 Feuerschaden, ist egal. Ja. Naja, du musst mal den Effekt da drunter lesen. Dieser strengende Strahl, das ist dieses, wo ich 3-4 Mal hintereinander so einen Strahlangriff mache, habt ihr ja schon gesehen, und der ist sogar denn auf Stufe 3 von Anfang an, wenn man das mit den Handschuhen macht. Ja, das ist gar nicht so schlecht. Spell hast du doch, und Spells kannst du immer noch, wenn du Spells anklickst, fragt er dich danach, mit welcher Stufe du den zaubern möchtest. Also ich kann auch mit Stufe 3 heilen. Geht immer. Wenn du den schon hast, dann brauchen wir den nicht. Hätte ist jetzt auch gar nicht so schlecht. Haben wir aber vielleicht Resistenz besser. Resistenz gegen Hiebschaden. Ja, aber gewährt wieder Verwundbarkeit durch... Das ist die ich verkauft habe.
bei der. Alles klar. Dann haben wir bei der alles. Naja, dann gehen wir an den Pass weiter, oder ich nicht? Ich lerne die Zaubersprüche erstmal schnell. Geh mal kurz ins Lager. Achso, ich hab gar nicht auf. Och, ich bin blöd. Man muss doch schon Handeln drücken, ne? Aber dafür, dass die so zu freundlich zu uns ist, ist sie beim Handeln ein bisschen böse auf uns. Wenn man da auf diese... Nee, ich hab's so gemacht, dass die gut auf uns zu sprechen ist. Warte, hier, weil ich gucke nochmal. Bin in deinem Stream nicht. Und wenn ich mit ihr rede, unter ihr ist ja dieser Balken. Ja, der ist nach rechts. Und der ist in Orangen drin. Und eigentlich wäre gelb oder grün wesentlich besser. Wieso ist der denn? Sympathie, null. Ist in der Mitte. Ich hab doch mit der schon gehandelt. Ich guck bei dir rein, warte. Achso, ich kann hier nicht weitergehen. Jetzt. Was zur Abend? Warum, Leute? Ja, ich wollte hier weitergehen zur Quest, aber da ist ein Tor, da kommen wir nicht weiter. Habe ich es jetzt dadurch, dass ich mit ihr... Echt jetzt, Alter? Was denn? Ach so, nee, wenn du mit der handelst, dann ist wahrscheinlich deine Ding... Also, ich muss wahrscheinlich richtig mit der handeln. Deswegen ist deine... die Zufriedenheit nicht. Dann muss ich das richtig bei der kaufen. Lass mich das mal machen. Ja, dann sparst du bestimmt doch ein bisschen... Genau. Schotter für uns. Ja. Ich hab's dir reingepackt, Alex. Ja. Ich bin nur gerade im Lager und hab alles gut. Ein, zwei Sachen weggepackt. Wollte nämlich eine schwere Armbrust aufheben. Falls ich die dann später mal anlegen kann, weißt du? Thank you so much. Ich bin mal kurz weg. So, ne? Bei mir ist die nämlich schon im Gelben. So, welche Zaubersprüche? Vielleicht nicht so. Wolltest du? Die blauen oben. Blauen da oben, genau die beiden. Wie viel kostet dich das? Ich sehe es nicht, das ist so klein. 390 und 217. Beide zusammen. Nee, einzeln. 319 und 217. Also 500 irgendwas. Genau. Musst ich aber auch bezahlen. Ich hätte gedacht, wäre günstiger. Erst wenn wir in grün sind. Vielleicht, ja. Weiß ich nicht. So, ich würde. Oder ich habe mich verguckt und bei mir stand 600 irgendwas. Dann hat Alex einen 100er gespart. Ja, ich pack sie dir rein. Merci. Und das Geld nochmal bitte? Oh. Warte doch mal kurz. Weitergehen, Mensch. Nee, lass doch mal bitte erstmal eins kurz machen und dann können wir weitermachen. Ah, okay, kann ich noch nicht lernen. Aber ich behalte es erstmal. Jupp. Und ab zu David. Wo ist denn David? Aber ich kann mal gleich. Du musst doch nur annehmen drücken. Naja, dann mach mal bitte. Dings ist doch sowieso noch nicht da, Josen.